Sehr geehrte Damen und Herren, liebes Publikum, die Sie heute durch digitale Fenster zu uns herein ins Burgtheater sehen können. Ich freue mich sehr, Sie heute zu unserer Veranstaltung im Burgtheater begrüßen zu dürfen. Und es ist fast exakt auf den Tag genau ein Jahr her, dass diese ganze Pandemie begann. Leider können wir uns noch immer nicht persönlich im Burgtheater begegnen. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute die Gesprächsreihe Europa im Diskurs mit unseren Partnern Erste Stiftung, Standard und dem Institut für die Wissenschaften vom Menschen von der Burgtheaterbühne aus im digitalen Raum fortsetzen. Wenn ich jetzt die Kamera bitte, für Sie, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, einen Schwenk hinaus nach unten in den Zuschauerraum des Burgtheaters zu machen, dann, um Ihnen zu vermitteln, wie es hier seit fast 5 Monaten aussieht. Das ist für Theatermenschen genauso ein trauriger und beunruhigender Anblick wie für sogenannte Kultur- und Kunstliebhaber. Wir können und wollen uns nicht daran gewöhnen. In der heutigen Runde hätte ich auch gerne Bundesminister Rudolf Anschober begrüßt, der aus gesundheitlichen Gründen leider absagen musste. Als Vertreter unserer Regierung hätte ich ihn sehr gerne mit dieser Situation konfrontiert, von der wir glauben, dass sie völlig unverdient und unnötig ist. Wir wünschen ihm von hier aus gute Besserung und rasche Genesung. Ich möchte mich an dieser Stelle aber nicht in die Riege der Experten und Expertinnen oder vermeintlichen Experten und Expertinnen einordnen. Es wurde in den letzten Monaten sehr viel über Erkenntnisse des Corona-SARS-Virus gesprochen. Es gab viele Erkenntnisse, die gewonnen wurden. Viele Dinge sind noch ungeklärt. Und selbstverständlich wollen wir die Einschätzung darüber den jeweiligen Wissenschaftlern überlassen. Sehr wohl möchte ich aber diesen Moment benutzen, um auf Ergebnisse wissenschaftlicher Studien hinzuweisen, die zwar vorliegen, in den Planungskonzepten und Entscheidungsprozessen unserer Regierung aber bisher keinerlei Berücksichtigung finden. Das sind wissenschaftliche Erkenntnisse, welche die Effektivität der Präventionskonzepte von Kulturveranstaltern wie dem Burgtheater belegen. Verwiesen sei hier auf die Aerosolstudien des Fraunhofer Instituts sowie der TU Berlin. Demnach gibt es mit Mund-Nasen-Schutz sowie ausreichender Frischluftzufuhr praktisch keine Beeinflussung durch Aerosole eines Zuschauers auf den Nachbarplätzen. Der Zuschauerraum ist ein sicherer Ort. Um es für das Burgtheater plastisch zu machen, bei einer Belegung des Burgtheaters mit einer reduzierten Zahl von 500 Personen sind 35 Kubikmeter Frischluftzufuhr pro Stunde und Person vorgeschrieben. Unsere Lüftungsanlage führt 180 Kubikmeter Frischluft pro Stunde und Person zu. Und das entspricht in Summe einer Menge von 90.000 Kubikmetern. Und das ist in etwa auch der Innenraum, das Volumen des Innenraums des Stephansdoms. Das heißt, sobald ein Öffnungsschritt vollzogen wird, der gesellschaftliches Leben an den Abenden ermöglicht, müssen auch die Theater wieder geöffnet werden. Bis zu einem Normalbetrieb mit vollbesetztem Haus werden sicherlich noch einige Monate vergehen. Dazu ganz unablässig sind die Impfungen. Und das ist auch unser heutiges Thema. Impfung ist nicht nur eine Frage der Verteilung, sondern auch eine Frage der Verteilungsgerechtigkeit. Unter anderem damit wird sich die Runde hier heute beschäftigen. Ich heiße Sie also noch einmal herzlich am Vormittag, Sonntagvormittag im Burgtheater willkommen und wünsche Ihnen einen spannenden und tollen Vormittag. Bitte. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kuschei. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, Sie heute zu unserer ersten Burgtheaterdebatte in diesem Jahr begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Shalini Randeria, ich bin Rektorin des Institutes für die Wissenschaften von Menschen, das seit mehreren Jahren diese Debatten, Europa im Diskurs, in Zusammenhang mit unseren drei Partnern, dem Burgtheater, Standard und der Erste Stiftung durchführt. Ich möchte mich auch bei allen Partnern für diese Gelegenheit noch einmal bedanken. Wir vermissen Sie heute, wertes Publikum, hier bei uns im Saal, aber wir freuen uns umso mehr, dass Sie von zu Hause aus eingeschaltet haben.
Eine virtuelle Europa im Diskursdebatte ist für uns auch allen ein Novum und ein Experiment. Möge es uns gelingen, aber möge es auch bei diesem einen Mal bleiben, damit wir uns bald wieder hier sehen können. Es ist ein Jahr her, dass die Weltgesundheitsorganisation eine Pandemie ausgerufen hat. Ebenfalls vor genau einem Jahr begann in Österreich der erste Lockdown. Wer hätte damals gedacht, als wir Wörter wie Lockdown, Social Distancing oder Reproduktionszahl alle neu lernten, dass wir heute, ein Jahr später, immer noch mitten in der Pandemie sein werden. Aber es hat auch viel sich getan. Mittlerweile wurden mehrere Impfstoffe entwickelt und 4 hier in Europa auch zugelassen. Viele Menschen weltweit sind bereits geimpft. Dennoch sehen wir uns heute mit einigen paradoxen Fragen und Problemen konfrontiert, die ich heute mit unseren 4 Gästen diskutieren möchte. Sie sind alle führende Expertinnen bzw. Experten auf ihren Gebieten und ich möchte mich bei Ihnen allen bedanken für die Teilnahme heute und freue mich sehr, Sie hier auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Lassen Sie mich mit Ihnen anfangen. Ich möchte meine Gäste erstmal vorstellen und dann nach einer kleinen Einleitung mit den Fragen beginnen. Frau Professor Ursula Wiedemann-Schmidt ist in Österreich die einzige Professorin für Vakzinologie, Impfwesen. Sie leitet das Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie sowie das Institut für Tropenmedizin der MedUni Wien. Sie ist Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Vakzinologie und langjähriges Mitglied des Nationalen Impfgremiums des Gesundheitsministeriums. Im März letzten Jahres wurde sie in den Ständigen Impfkommission des Robert-Koch-Institutes in Deutschland berufen. Herzlich willkommen, Frau Schmidt. Danke für die Einladung. Zu meinen Linken, Frau Professor Barbara Preinsack. Sie ist Professorin für Vergleichende Politikfeldanalyse seit 2017 und leitet das Institut für Politikwissenschaften an der Universität Wien. Davor war sie lange Jahre in Großbritannien tätig, zuletzt als Professorin am Department of Global Health and Social Medicine am King's College London. Sie ist ordentliches Mitglied der Bioethikkommission in Österreich sowie Mitglied der European Group on Ethics and New Technologies. Sie leitet außerdem zurzeit das Austrian Corona Panel Project, darüber werden wir dann heute auch sprechen, sowie die multinationale Studie SOLPAN, die die Meinung der Bevölkerung über das Coronavirus zu Auswirkungen der Krise und zur Solidarität in Zeiten der Pandemie erforscht. Dann komme ich zu Ihnen, Frau Dr. Katharina Paul, ist Senior Postdoctoral Fellow und lehrt ebenfalls am Institut für Politikwissenschaften an der Universität Wien. Sie hat langjährige Forschungserfahrung zu Themen der Impfungen und Impfpolitik, sowohl national wie europäisch und global. Für die multinationale Studie SOLPAN, die ich gerade erwähnt habe, das ist die Abkürzung für Solidarity in Times of a Pandemic, What do people do and why, forscht sie aktuell in Österreich und in Niederlanden zu den sozialen, politischen und ökonomischen Auswirkungen der Pandemie. Last but not least möchte ich Ihnen Herrn Markus Bachmann vorstellen. Er ist zugeschaltet aus Abuja, Nigeria, wo er seit 2 Wochen den Einsatz für Ärzte ohne Grenzen Österreich leitet. Er ist als Advocacy und Humanitarian Affairs Representative hier in Wien für Ärzte ohne Grenzen Österreich tätig. Aufgrund der vielfältigen geografischen und thematischen Kontexten, in der er bereits gearbeitet hat, bringt er eine große Expertise im Bereich der Pharmaindustrie wie in der humanitären Hilfe mit. Er hat bereits Nothilfeaktivitäten in verschiedenen Kontexten koordiniert, von Naturkatastrophen bis hin zu Epidemien wie Ebola, während Einsätzen in Kirgisistan, Südsudan, Sierra Leone, Demokratische Republik Kongo sowie in Bangladesch. Heute aus Nigeria eingeschaltet.
Bedauerlicherweise, wie Sie schon erfahren haben, musste Herr Minister Anschober seine Teilnahme aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig absagen. Wir wünschen baldige Genesung. Wie ich gerade angekündigt habe, möchte ich mich heute mit meinen Gästen mit einigen paradoxen Fragestellungen befassen. Mehr als 2,5 Millionen Menschen weltweit sind bereits infolge einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Über 300 Millionen Impfdosen sind weltweit schon verabreicht worden. Und dennoch zweifeln viele in unserer Gesellschaft die Gefahr und manche sogar die Existenz des Coronavirus an. Während in der EU bereits 4 unterschiedliche Impfstoffe nach eingehender Prüfung zugelassen wurden, ist Impfskepsis in Teilen der Bevölkerung nach wie vor weit verbreitet. Ein weiteres Thema, das ich heute ansprechen möchte, ist die Knappheit von Impfdosen. Weltweit gibt es massive Engpässe. Wir lesen jeden Tag in den Zeitungen darüber, weshalb die EU versucht, Export von Impfdosen einzudämmen. Gleichzeitig gibt es jedoch ungenutzte Produktionskapazitäten, vor allem in Ländern des globalen Südens. Obwohl mehr Impfstoffe produzieren werden könnten, halten geltende Patentrechte hier Hürden aufrecht. Es scheint fast, als hätte man alle entschiedenen Lektionen aus der erfolgreichen Bekämpfung von Polio bereits wieder vergessen. Ein weiteres Paradox möchte ich auch heute thematisieren, das häufig unter dem Schlagwort Impfnationalismus diskutiert wird. Ein Begriff, der beschreibt, dass unsere Herangehensweise an diese globale Krise von einer immer noch nationalen Denkweise geprägt ist. Und das in einer Zeit, in der globale Solidarität das Gebot der Stunde sein sollte. Denn wie uns der WHO-Generaldirektor vor einiger Zeit in einer eindringlichen Appelle erinnerte, in einer globalen Pandemie ist niemand sicher, bevor nicht alle sicher sind. Obwohl das Coronavirus mutiert und sich weltumspannend über unsere teils geschlossenen Grenzen ausbreitet, sprechen und denken wir immer noch und benennen es in nationalen Kategorien. Es gibt britische Varianten, es gibt südafrikanische Varianten. Also dieses Denken werden wir irgendwie nicht los, auch wenn diese südafrikanische Variante jetzt in Tirol ankommt. Die Impfstoffe, die es heute gegen das Coronavirus gibt, konnten aufgrund nur intensivsten Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen weltweit so schnell entwickelt werden. Das muss man wirklich unterstreichen. In diesem beispielslosen Prozess internationaler Kooperation wurden wesentliche Informationen über das Virus Open Source, also öffentlich zugänglich gemacht und geteilt. Diese Art von Transparenz aber fehlt vollkommen, wenn es um die Verträge mit den großen Pharmaunternehmen geht. Obwohl immense Summen an öffentlichen Geldern in die Forschung und Entwicklung geflossen sind, bleiben die Mechanismen hinter Preisgestaltung, Produktionsmengen, Lieferplänen undurchsichtig. Der jüngste Streit innerhalb der EU, der aktuell sogar zwischen den Regierungsparteien ausgetragen wird, unterstreicht einmal mehr die Intransparenz von Vergabeschlüsseln und Verteilungsmechanismen. Ich möchte aber heute nicht die Tagespolitik diskutieren, sondern einige sehr fundamentale Fragen mit den 4 Teilnehmerinnen besprechen. Lassen Sie mich erstmal mit Ihnen, Frau Breinsack, anfangen. Und meine erste Frage an Sie wäre, haben wir hier sozusagen ein Missverhältnis zwischen ein knappes Gut und steigende Impfbereitschaft? Also lange haben wir uns den Kopf zerbrochen im letzten Jahr über die Impfskepsis. Sie haben aber jetzt quantitativ wie auch qualitative Daten zu der Frage gewonnen. Und was könnten Sie uns über diese Datenlage sagen? Wie ist diese Impfskepsis oder Vaccine Hesitancy zu verstehen, wenn wir
nicht von den kleinen Gruppen, also von der ganz kleinen Gruppe absoluter Gegner absehen. Gibt es Gründe, warum Leute vielleicht gegen diesen Covid-Impfstoff etwas zögerlich sind, aber dadurch eigentlich nicht entschiedene Gegner von Impfungen sind? Danke, Frau Randeria. Und wenn Sie mir erlauben, ich möchte nur ganz kurz eingangs sagen, ich leite die qualitative Studie. Bei der quantitativen, bei der österreichischen Corona-Panel-Studie spiele ich eine relativ kleine Rolle. Die hat mein Kollege Bernhard Kittel vor einem Jahr ins Leben gerufen und es sind sehr, sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beteiligt. Aber wie Sie gesagt haben, wir haben jetzt an der Uni Wien aufgrund dieser beiden Studien, und Katharina Paul ist ja auch beteiligt, wirklich die Möglichkeit, sowohl in Österreich in die Breite zu gehen durch die repräsentativen Befragungen und auch in die Tiefe durch die qualitativen Teile dieser Studie. Und was wir hier gefunden haben bezüglich der Einstellungen gegenüber der Impfungen gegen Covid-19 ist eigentlich ein sehr nuanciertes Bild. Also man kann, wenn ich das jetzt versuche runterzubrechen, sagen, dass ich die Trennlinien zwischen Impfgegnerinnen und Impfgegnern und Impfbefürwortern nicht genauso verhalten, wie das bei anderen Impfungen, zum Beispiel auch bei der Grippeimpfung ist. Also wir sehen hier ein sich sehr stark veränderndes Feld. Sehr interessant, was uns aufgefallen ist, auch weil wir die qualitativen und die quantitativen Daten verglichen haben, ist, und das sage ich deswegen, weil ja die Raten der sogenannten impfskeptischen Menschen sehr hoch waren anfangs, also so im November, im Oktober. Einige der Menschen, die uns in den Interviews gesagt haben, sie möchten sich jetzt nicht impfen lassen, möchten es deshalb nicht tun, weil sie anderen Menschen den Impfstoff nicht wegnehmen wollen. Also sie sagen zum Beispiel, ich möchte mich impfen lassen, ich möchte aber jetzt, weil ich es nicht so dringend brauche, nicht jemanden, der es dringender braucht, den Impfstoff wegnehmen. Das heißt, diese würden jetzt in den Umfragen als impfskeptische Menschen aufscheinen. Aber das zeigt, glaube ich, sehr gut, dass es so einfach nicht ist. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, gibt es hinsichtlich der Corona-Impfung schon auch Skepsis aufgrund der großen Geschwindigkeit, mit der diese Impfstoffe zugelassen wurden. Also sagen uns viele, viele Menschen, dass die Geschwindigkeit an sich, obwohl sie nicht generell gegen die Impfung sind und auch sagen, sie möchten sich früher oder später impfen lassen, sie möchten nicht zu den Ersten gehören. Also da gibt es Skepsis und interessanterweise haben wir in Österreich etwas gefunden, was wir auch in Irland, weil wir haben ja 9 europäische Länder an dieser Studie beteiligt, was wir in Irland auch gefunden haben, ist, dass dieser Wettbewerb zwischen Ländern und dieser Wettbewerb auch zwischen Pharmakonzernen. Firmen, genau, zwischen Pharmakonzernen, als der Qualität des Impfstoffes abträglich gesehen werden. Das heißt, manche Menschen verwenden sogar Metaphern wie, wir sind im Kalten Krieg und es gibt ein Wettrüsten. Also dieser Wettbewerb und dieser große Zeitdruck wird bei vielen Menschen als etwas gesehen, was nicht zuträglich ist. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass sehr, sehr viele Menschen das als große Hilfestellung sehen, als Ausweg aus der Krise. Viele Menschen sich impfen lassen wollen. Und was wir auch in unseren Daten sehen, ist, auch wenn Menschen gegenüber dem Covid-Impfstoffen noch skeptisch gegenüberstanden, haben sie gesagt, sie werden sich dieses Jahr erstmals Grippe impfen lassen. Also es scheint hier eine Verschiebung. Genau. Also man kann, glaube ich, abschließend festhalten, dass sich die Einstellungen der Menschen gerade sehr stark ändern. Und wir werden erst jetzt auch mit der Weiterentwicklung der Situation und der Effektivität der Impfungen und der Impfprogramme sehen, wie es weitergeht und ob das stabile Trends werden. Aber wir können jetzt schon sagen, dass sich da diese Landschaft verändert. Herr Bachmann, wie sieht es aus in einem Land wie Nigeria oder in anderen afrikanischen Ländern? Weil dort die Situation natürlich eine gänzlich andere. Was ich lese, ist sehr, sehr viele Impfwillige und kaum vorhandenen Impfstoff. Wir erleben ja alle, dass der Impfstoff tatsächlich ein knappes Gut ist in unseren Gesellschaften, in Österreich. Wir schauen alle auf das Impfdashboard und sehen, wie es langsamst sich weiter bewegt und weiterentwickelt.
hier im globalen Süden, Nigeria stellvertretend für viele Länder am afrikanischen Kontinent, ist es so, dass sehr, sehr viele Menschen noch gar keine Perspektive haben, wann denn die ersten Impfstoffdosen überhaupt ins Land kommen. Und dann werden es Mengen sein, wie wir es jetzt sehen, zufällig erreichten Nigeria an dem Tag, als ich jetzt vor 2 Wochen hier ankam, die ersten Impfstoffdosen. Es gab einen großen Bahnhof am Flughafen in Abuja für den Empfang der ersten Impfstoffdosen. Aber die reichen gerade mal, um weniger als 1% der Menschen hier im Land zu impfen. Das reicht nicht einmal, um alle Medizinerinnen, alle Ärztinnen, Krankenpflegerinnen, Hebammen, die an vorderster Front jeden Tag in den Krankenhäusern stehen und arbeiten, impfen zu können. Wir sind immer noch in einer Situation, wenn man das global betrachtet, dass 60 Länder Impfstoffe erhalten haben und begonnen haben, Impfstoffe zu verabreichen. 130 Länder weltweit haben noch gar keine einzige Dosis erhalten. Und wenn wir jetzt ein Mapping machen, wenn wir auf die Karte, so wie hinter mir sehen, wie verteilt sich das, dann ist es ganz, ganz klar, wie ungleich die Impfstoffdosen verteilt werden. Die High-Income-Countries, die einkommensstärksten Länder, verfügen über die Dosen, bekommen die Dosen auch in nennenswerteren Mengen. Während die Länder, die zu den einkommensschwächsten und einkommensschwachen Ländern zählen, noch fast keine Dosen erhalten haben. Das übersetzt sich hier auch natürlich auch unter meinen Kolleginnen. Ärzte ohne Grenzen beschäftigt in Nigeria knapp 2000 Medizinerinnen. Und ich bemühe mich, das ist jetzt eine meiner wichtigsten Aufgaben, ihnen eine Impfung zukommen zu lassen, sie impfen zu lassen, sie vor allem zu schützen. Es gibt nichts Dramatischeres, wenn wir Abteilungen reduzieren müssen oder sogar schließen müssen, weil sich so viele meiner Kolleginnen entweder angesteckt haben oder als K1-Kontakte in Quarantäne, in Isolation müssen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass nicht nur die Krankenhäuser von Ärzte ohne Grenzen hier in Nigeria das letzte medizinische Auffangnetz für die Menschen sind. Wir arbeiten immer an der Kapazitätsgrenze. Wir sind immer bei 100 und oft über 100% unserer Kapazität. Wenn wir diese Kapazität verlieren, dann übersetzt sich das sofort und ganz dramatisch in einen Verlust von Menschenleben, weil einfach nicht genügend qualifizierte Medizinerinnen zur Verfügung stehen. Und das gilt für alle hier im Land. Ich habe dann mit sehr vielen Kolleginnen gesprochen und sie sagen, wir wollen gar nicht anfangen, uns den Kopf zu zerbrechen, ob wir geimpft werden und wann wir geimpft werden. Wir haben große Sorge, dass es noch sehr lange dauern wird. Und um uns sozusagen nicht in dieser Schere, in diesem Stress auszusetzen, versuchen wir es gar nicht dran zu denken. Anders ausgedrückt, die Menschen haben, die Kolleginnen haben oft wenig Vertrauen, dass sie tatsächlich dann Zugang zu den Impfstoffen bekommen werden. Frau Wildmann-Schmidt, angesichts dieser dramatischen Lage sind wir doch eigentlich in einer relativen Luxussituation hier in Europa. Die EU hat einen Verteilungsschlüssel je nach Bevölkerungsanzahl festgemacht. So kommen alle Mitgliedstaaten, alle 27, zur gleichen Zeit an genau die gleichen Mengen. Und nichtsdestotrotz können Sie erklären, warum so viel Verängstigung und so viel Zurückhaltung geben könnte, auch gegenüber bestimmten Impfstoffen. Also in Deutschland zum Beispiel ist AstraZeneca zur Ladenhüte erklärt worden. Und ich habe mich einmal angesichts dieser Diskussion gefragt, also ich habe mich wegen verschiedenen Reisen viel impfen lassen müssen. Ich konnte Ihnen nicht einen einzigen Impfstoffhersteller nennen, von deren Impfstoff ich jemals etwas bekommen habe. Ich wusste nicht mal, welche Firmen es gibt. Man geht hin, man lässt sich impfen. Aber jetzt ist das so, dass jeder von uns eigentlich sich plötzlich Gedanken macht über welche Hersteller wie miteinander zu vergleichen ist. Und glauben Sie, es ist Teil auch einer Überforderung?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, zum einen schließt sich der Kreis auch mit der Diskussion, wie Impfskepsis entsteht und auf der anderen Seite Impfwilligkeit vorhanden ist. Das ist natürlich eine klassische Situation, die wir bei allen Impfungen haben in der westlichen Welt, während in den Ländern, wo wirklich die Infektionen herrschen und die Leute nichts früher haben wollen als Impfungen. Also das wissen wir schon die längste Zeit, und das Thema, das Sie zuerst angesprochen haben, wieso haben wir Impfskepsis, ist oft assoziiert mit dem Thema, dass die Leute die Gefahr der Infektionen nicht kennen, während das in armen Ländern sehr wohl der Fall ist. Hier stellt man nicht mehr sozusagen, hier möchte man auf jeden Fall vor der Erkrankung geschützt sein, wenn man tagtäglich damit konfrontiert ist. Also das ist alles eine Luxusdiskussion, die wir hier führen in Wirklichkeit, also wenn man sich die globale Situation anschauen würde. Das, was Sie auch angesprochen haben, natürlich ist die, so geht es mir auch in meinem Beruf, dass ich niemals eigentlich von jemandem gefragt wurde, der eine Grippeimpfung gekriegt hat oder der eine Impfung für eine Reise gehabt hat. Sagen Sie mir mal, was ist denn das für ein Typ von Impfstoff? Ich möchte mir überlegen, ob ich den... Genau. Man hat vertraut sozusagen auf die Kompetenz und das Wissen der Ärzte oder diejenigen, die das durchführen, dass das Impfstoffe sind, die vernünftig sind. Und auch die Zukunft. Und auch die Zulassungsbehörden. Und das ist also jetzt wirklich eigentlich eine andere Situation aufgrund der Kommunikation, die sich sehr verändert hat. Es ist das Thema eigentlich völlig fokussiert jetzt auf die Impfstoffe, weil man sich erwartet, die Impfstoffe sind jetzt das Heilmittel und lieber heute als morgen. Man hat keinen, aufgrund dieser dramatischen Situation und der langen Lockdowns, wollen die Leute eine Befreiung haben und setzen diese Befreiung auf die Impfstoffe. Und gleichzeitig gibt es kein anderes Thema mehr. Also es ist eine, glaube ich, eine Überinformationspolitik entstanden, die oftmals für die Bevölkerung auch nicht verdaubar ist. Nicht, weil die Menschen nicht das Grundwissen haben, was klar ist, wenn mich jemand in Rechtsfragen etwas fragt, habe ich auch keine Ahnung und kann das nicht einschätzen. Und so ist es auch in der Fachfrage von Impfstoffen so, dass die Leute, glaube ich, meiner Meinung nach oftmals überfordert werden und hier sich mit Überforderung wieder Ängste aufbauen, auf der einen Seite von Seiten des Produktes, aber auch Ängste von Seiten, dass es vielleicht doch nicht die Lösung sein wird für unser Problem. Und da sind wir in einer Schleife, in einer Endlosschleife gelandet, die es sehr schwierig ist zu durchbrechen, das wieder auf eine sachliche Ebene zu bringen, auf wieder eine Diskussion, wo stehen wir eigentlich global, wie geht es uns hier in unserem Breiten eigentlich im Verhältnis zu den anderen Ländern, denn eins muss man schon sehen, diese Pandemie betrifft die ganze Welt. Genau. Und wenn diese Pandemie nicht in allen Ländern beherrschbar ist, dann wird das etwas sein, was uns immer begleitet. Und das muss man auch im globalen Kontext, glaube ich, diskutieren und sehen. Und eine gewisse Ungeduld, die damit verbunden ist, auch wieder in eine richtige Dimension setzen. Welche Maßnahmen gibt es noch außer den Impfungen, die uns helfen in der Pandemie und nicht den reinen Fokus auf die Impfungen geben? Sonst ist das eine sehr schwierige Diskussion, die nicht beherrschbar ist. Da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an, und damit möchte ich zu Ihnen kommen, Frau Pauli, und Sie bitten, das vielleicht das Israel-Beispiel kurz mit uns anzugucken, wenn Sie möchten. Und zwar zwei Sachen fallen mir auf im Zusammenhang mit gerade, was Frau Wiedemann-Schmidt gesagt hat. Einmal die Tatsache, Israel ist natürlich wesentlich fortgeschrittener in der Impfgeschwindigkeit, als wir das hier in Europa oder auch in Amerika erleben. Auf der anderen Seite würde mich schon interessieren, außer der ultraorthodoxen jüdischen Gemeinschaft, gibt es keine Impfskepsis in Israel? Wie gelingt es? Also ist die Datenlage und die Zugriffslage eine andere für die Behörde? Wie gelingt es einfach, so schnell die Bevölkerung durchimpfen zu können? Und ist ein Problem sozusagen, das wir hier in Europa hätten, die Art von Vertrag mit Pharmakonzernen, also israelische Regierung und Pfizer, dass sie Datenzugriff haben, wäre in Europa wirklich ein Problem wegen unserer Datenschutzbestimmungen und unsere Probleme damit sozusagen Daten über die Gesamtbevölkerung preisgeben zu können.
Vielleicht darf ich da einen Schritt zurück machen. Also ich glaube schon auch, dass wir uns gewissermaßen in einer neuen Ära der Impfpolitik befinden und Entscheidungen unter sehr großem politischen Druck und sehr großem ökonomischen Druck auch getroffen wurden. Ich glaube, dass eine Herausforderung ist, dass wir zu lange in diesem Paradigma Impfskepsis gedacht haben, dass Entscheidungsträger sich zu sehr fokussiert haben fast und fast erwartet haben, dass Impfungen, dass die Bevölkerungen Impfungen negativ gegenüberstehen würde. Und jetzt sehen wir gerade in Österreich zum Beispiel auch in der Corona Panel Project Studie, dass die Impfbereitschaft steigt und dass Menschen sich wünschen, informiert zu sein, auch über Nebenwirkungen zum Beispiel, wie wir in der Solpan Studie auch beobachtet haben. Und ich glaube, dass eigentlich wir sehr drüber nachdenken müssen, was sind die Wertevorstellungen, die Menschen mit Impfungen verknüpfen und welche Motive haben sie, sich impfen lassen zu wollen. Und aber steigt die Akzeptanz, weil mehr und mehr Impfstoffe jetzt zugelassen sind und auf dem Markt sind? Das können wir wissenschaftlich noch nicht bewerten. Das kann damit zu tun haben, aber da können wir noch nicht wirklich kausal etwas feststellen dazu. Aber wir haben gesehen, dass eigentlich im Mai letzten Jahres 2020 die Impfbereitschaft in Österreich bei ungefähr einem Drittel war und dann im zwischen Oktober und Dezember eher stagniert hat auf niedrigem Niveau und sie dann aber im Jänner wieder gestiegen ist. Und wir sind, glaube ich, im Jänner bei ungefähr 47% gewesen an Impfbereitschaft. Wobei wir da eben nur jene sozusagen eigentlich sozusagen erfassen können, die dann sagen, sie möchten sich eben eher nicht oder gar nicht impfen lassen. Das heißt, da gibt es ja schon eine Bandbreite von Unsicherheiten, die auch sozusagen beschrieben werden müssen. Und das geht eben eher in unserer Interviewstudie. Aber jedenfalls steigt die Impfbereitschaft mit dem Gefühl, sich informiert zu fühlen, also mit dem sich informiert zu sein. Und andererseits auch mit dem Motiv, sich selbst zu schützen, aber auch andere zu schützen. Und das ist natürlich abseits der technischen Qualitäten der bestehenden Impfstoffe ein wichtiges Signal. Menschen möchten da mitmachen, Menschen identifizieren sich auch mit dem Rest der Gesellschaft, wobei sozusagen die globale Perspektive natürlich dann nochmal eine andere ist. Aber ich glaube, dass wir sozusagen eher hin müssen, auch zu einem eher positiven Verständnis von Impfungen, welchen Stellenwert, welchen ethischen, welchen sozialen Stellenwert, auf welchen persönlichen Wert Impfungen für Menschen haben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Was jetzt Israel betrifft, wir haben vor ein paar Tagen mit der Professorin Yashaloni Dolev gesprochen über das israelische System. Da spielen historische Institutionen eine ganz wichtige Rolle, wie das Impfsystem aufgebaut ist, wie überhaupt Public Health verstanden wird und organisiert werden kann, auch in dieser Dimension eben. Also wir reden jetzt erst von Impfstraßen in Österreich und dort konnte man sehr schnell eigentlich nicht nur improvisieren, sondern auf bestehende Instrumente eigentlich Rückgriff machen auch. Zugleich natürlich ist das Impfsystem in Israel so aufgebaut, dass man sehr gute Impfregister hat. Das heißt, man weiß, wer kommt jetzt in Frage, man kann diese Menschen leicht kontaktieren, auch für die zweite Dosis gegebenenfalls. Und dadurch kann man sehr effizient vorgehen und auch transparent ein Stück weit. Und ich glaube, das macht auch einen Unterschied in der Art und Weise, wie die Bevölkerung Impfungen gegenübersteht. Also es ist nicht nur die Frustration, es ist nicht nur der Wunsch, zurückzukehren zur Normalität, sondern auch ein Gefühl, dass man gemeinsam an eine Sache arbeitet. Das heißt, es sind einerseits sozusagen Wertevorstellungen, andererseits auch praktische Faktoren einfach, die da mitgespielt haben in dieser Geschwindigkeit. Und natürlich auch die Tatsache, dass Israel bilateral diese Impfungen eingekauft hat, soweit man weiß, zu anderen Preisen und natürlich zu anderen Bedingungen. Zugleich, einerseits könnte man kritisch bewerten, dass diese Daten sozusagen an Pfizer, an den Impfstoffhersteller sozusagen gewissermaßen verkauft werden im Rahmen dieses Vertrags. Andererseits muss sich der Rest der Welt im Moment auch verlassen auf diese Daten und man lernt sehr viel aus diesen Daten. Also es ist nicht so binär. Es ist nicht Nein, so, es ist ein zweischneidiger, deswegen ist es so interessant als Fall. Mhm. Aber natürlich sehen wir gerade auch in dieser Krise, dass Daten einen sehr hohen Wert haben und auch mit Kosten vielleicht einhergehen. Ja, und das sind politische Kosten, symbolische Kosten, die auch, wo man sehr auf Vertrauen zählen muss, dass Menschen auch bereit sind, diese Daten zu teilen. Und zugleich ist es nicht so, dass in Israel hier gegenüber keine Skepsis steht. Also das sind schon sozusagen auch zögerliche Haltungen dabei. Und zugleich natürlich weiß man es auch nicht genau, welche Daten wie geteilt werden. Aber dass diese wissenschaftlich wertvoll sind, glaube ich, ist außer Frage. Und dass wir uns sehr viel auf diese Studien auch verlassen müssen. Mhm.
Aber ein Punkt, das hier dann angesprochen wird, und dann komme ich gleich auf Sie zurück, falls Sie auf irgendwas reagieren wollen. Auf einen Punkt. Ja, dachte ich mir. Machen Sie das und dann komme ich zu meiner Frage. Was, glaube ich, sehr wichtig ist, auch zu verstehen, ist, wieso es sind ja nicht nur Israel, sondern es sind zum Beispiel skandinavische Länder auch, die sehr erfolgreich sind und ihn rasch umsetzen können. Und wieso? Das ist deshalb, weil ganz einfach die Grundstruktur vorhanden ist. Und das ist etwas, wo man jetzt zeigt, die Länder, die schon im gesamten Gesundheitswesen auf Prävention gesetzt haben für viele Jahre, wo das sozusagen ein Gesundheitsprinzip ist, die haben natürlich die entsprechenden Register, die haben die entsprechenden Einladesysteme und so weiter, und die mussten nicht etwas neu aufbauen, was noch gar nicht vorhanden ist, sondern konnten auf so ein System aufbauen. Und daher sind Länder, deswegen, wenn die Frage ist, wieso Dänemark oder wieso andere skandinavischen Länder und Israel, die können sozusagen sofort umsetzen und sind nicht davon abhängig, dass etwas neu aufgebaut wird, wie Impfstraßen und dergleichen. In Österreich war das niemals üblich, sondern hat sozusagen der niedergelassene Bereich geimpft. Und das muss jetzt sozusagen in einer anderen zentralisiert. Form zentralisiert werden. Und das sind natürlich auch Systeme, die hier einen trägen Beginn haben, keine Frage. Das wollte ich jetzt nur erwähnen. Aber die andere Frage anknüpfen dann gerade, was Sie gesagt haben, Frau Paulin, ich glaube, Frau Breitsack, ich würde gerne von Ihnen auch was dazu hören. Verwechseln wir etwas, wenn wir von dieser israelischen Green Pass und unsere normale Impfpässe denken? Also was für Art von Pässe sind das? Ist das Immunitätspässe? Was kann ich damit eigentlich machen? Soll ich zuerst? Ja, fragen Sie an und dann gehe ich zu Frau Paul. Die israelischen grünen Pässe spiegeln tatsächlich den Impfstatus wider. Also die sind jetzt keine Biomarker in dem Sinn, dass man Menschen auf ihren Immunitätsstatus testet, sondern dass man aufzeichnet, ob jemand eine oder zwei Impfdosen erhalten hat. Das ist wie mein ganz normaler, kleiner, gelber Impfpass von früher. Man könnte es damit vergleichen, wobei es mit einigen anderen Gesundheitsdaten verknüpft wird. Und es soll Zugang geben, beziehungsweise gibt Zugang zu derzeit auch Innenräumen in Restaurants und Bars. Und auch, was sehr kontroversiell diskutiert wurde, Places of Worship, also religiöse Einrichtungen. Es hat jetzt aber, und hier beziehe ich mich auf das, was wir von unseren Kolleginnen und Kollegen und was ich auch so privat oder aus Israel höre, es gibt in der Implementierung jetzt weniger Probleme als erwartet, weil, und Katharina, bitte korrigiere mich, wenn du jetzt da noch aktuelleres etwas weißt, weil in manchen Regionen sehr, sehr viele Menschen schon geimpft sind und es praktisch eigentlich keine Rolle mehr spielt, ob jetzt eine nicht geimpfte Person mit dabei ist oder nicht, weil sich das in den Familien auch mischt. Es gibt in den Familien manche Menschen, die nicht geimpft werden können. Und in jenen Regionen, wo wenige Menschen geimpft sind, da gibt es einerseits die Vermutung, dass die Immunitätsrate aufgrund von nicht diagnostizierten Covid-Erkrankungen relativ hoch ist, beziehungsweise dort wäre es ohnehin auch kein besonders effektives Instrument. Das heißt, und das ist natürlich etwas, was auch für unsere Diskussionen hier in Europa jetzt relevant ist bezüglich dieser Impfpässe, wenn wirklich, beziehungsweise dieser Pässe, die ja zum Teil auch Impfstatus mit Immunitätsstatus oder Teststatus kombinieren sollen. Da vielleicht kommen wir dann später auch noch darauf, was ich persönlich für einen guten Weg halte. Aber das ist ja immer auch ein Übergangsinstrument. Das heißt, wenn ganz wenige Menschen geimpft sind, bringt es nichts, auf Österreichisch gesagt. Und wenn ganz, ganz viele geimpft sind, wird es de facto fast überflüssig. Ja, wird es de facto überflüssig. Wichtig sind natürlich auch die Fragen immer der Privatsphäre und der Sorge um Diskriminierung. Aber anscheinend ist das faktisch dann gar nicht mehr so relevant in der Umsetzung in bestimmten Bereichen. Ich weiß nicht, ob du da was hinzufügen möchtest. Ich glaube, was mich überrascht, ist, dass dieser grüne Pass hat natürlich sehr viel praktischen Wert, denke ich, um gewisse Dinge wieder anzukurbeln, zu ermöglichen auch im Alltag.
Zugleich wundert mich etwas sozusagen, dass da sozusagen noch nicht wirklich öffentliche Debatte darüber stattgefunden hat. Und es ist die Frage, wie kann man so ein Instrument mit konkreten Zielsetzungen kombinieren, sodass man auch gemeinsam entscheidet oder sich fragen muss, wer entscheidet, wann dieser Pass überflüssig ist. Denn so erfahrungsgemäß, wenn man einmal so ein Instrument einsetzt, ist das eher sozusagen, tendiert das dazu, dann permanent zu werden. Und die Frage ist sozusagen, mit welchen Bedingungen, mit welchen institutionellen, mit welchen regulatorischen und auch ethischen Bedingungen kann man so ein Instrument einführen, das auch von Menschen akzeptiert wird und sozusagen nicht sozusagen, wo man auch sozusagen Dinge bedenken kann, die gerade die österreichische Bevölkerung sehr viel bewegt. Und das ist das Thema Datenschutz. Das sehen wir jetzt bei der Einführung des elektronischen Impfpasses ja auch, dass nicht zuletzt diese Bedenken sozusagen diesen Prozess etwas verzögert haben. Und zudem, es herrscht für mich eine gewisse Diskrepanz zwischen dem noch notwendigen Aufbau von Infrastrukturen, die das Impfen betrifft, also die Immunisierung betrifft, von Datenerfassung dazu in Österreich einerseits und dann dieses sehr neue Instrument, das diese Daten festhalten muss und wo wir da uns auch verlassen müssen auf gute Datenqualität. Und das ist mir die Frage, wer bestimmt das? Was gute Datenqualität ist, wann etwas notwendig oder überflüssig ist. Und da wünsche ich mir manchmal konkretere Zielsetzungen vielleicht, um nicht zuletzt diese Instrumente, also sowohl pharmazeutische, sowohl Impfungen, als auch nicht pharmazeutische, also Verhaltensweisen, die man einsetzt, akzeptabel zu machen, auch langfristig für die Bevölkerung. Mhm. Ich denke, vielleicht sozusagen, zwar ist natürlich heute unser Thema Impfen, als Impfungen als knappes Gut, aber das sozusagen lenkt natürlich ein bisschen ab von der Bandbreite an Maßnahmen, an die man sich halten muss und noch länger halten werden wird. Und wir beobachten ja auch wissenschaftlich, dass da sozusagen die Akzeptanz schwierig ist, glaube ich. Ja, und wenn ich einen Punkt hinzufügen darf, um diese Datenschutzdebatte auszubreiten, die politische Ökonomie, auch in der digitalen Ökonomie, spielt natürlich auch eine Rolle. Also wenn man, wie Frau Dr. Paul sagt, längerfristig solche Instrumente hat, die digital unterstützt werden, inwiefern basieren die auf Infrastrukturen, die zum Teil einfach digitalen Großkonzernen gehören und dann dadurch auch indirekt kontrolliert werden. Also das sind Fragen, die man mitbedenken muss. Und das sind jetzt nicht Fragen des Datenschutzes im engeren Sinn. Weil nein, aber Big Data absolut an und für sich. Das führt uns aber leider heute zu weit. Sie wollten gerne was zu sagen. Ich wollte sonst zu Herrn Bachmann kehren. Nein, nur zum Thema sozusagen, also jetzt weniger Pass, sondern Impfregister. Also ich glaube, das ist schon ein wahnsinnig wichtiges Instrument. Und Gott sei Dank, also solange ich das beobachte, 10, 15 Jahre war das ein Ziel sozusagen, das einzuführen, weil es ganz einfach uns die Möglichkeit gibt, dass wir überschauen können, die epidemiologische Situation im Land und auch rechtzeitig eingreifen können und nicht immer im Nachhinein agieren, was wir eigentlich immer gemacht haben. Das heißt, das ist vielleicht jetzt einmal, um auch etwas Gutes zu nennen, ein positiver Teil der Pandemie, dass der Druck so groß war, also endlich dieses Impfregister jetzt auf den Weg zu bringen, was die Folge haben wird, weil du gesagt hast, wie geht das weiter? Natürlich auch für alle anderen Impfungen dann ein Thema sein wird, dass das registriert wird. Und das sehe ich als einen sehr, sehr positiven Aspekt, weil, wie gesagt, es die Möglichkeit gibt, erstens einmal zu überschauen, wo sind Risikopopulationen, die ich dann besser auch schützen kann. Identifizieren kann, kontaktieren kann. Und ich kann endlich proaktiv agieren und muss nicht immer im Nachhinein nachhoppeln. Also das ist etwas, also die zweite Frage ist dann, die du angesprochen hast, Katharina, wie man das dann noch nützt. Aber ganz prinzipiell, bevor ich nicht diese Daten habe, und das war ein großes Manko in Österreich, dass wir das Jahre nicht gehabt haben, bin ich froh, dass das zumindest jetzt auf den Weg gekommen ist, auch wenn es noch dauern wird, um das gut zu etablieren. Das war vielleicht ein Punkt dazu. Nein, das ist ein wichtiger Punkt, aber ich möchte zu unserer Impfung als knappes Gut, als Thema wieder zurückkehren. Und Herr Bachmann, Sie haben in einer Diskussion neulich gesagt, dass es eigentlich ein Paradoxon hier gibt. Und der besteht darin, weltweit gibt es sehr viele, insbesondere in Ländern des globalen Südens, sehr viele ungenutzte Produktionskapazitäten und trotzdem herrscht ein Mangel an Impfdosen. Und die Frage ist sozusagen, warum haben wir so einen großen Widerstand von der EU, auch von Großbritannien und USA gegen den Antrag zum Beispiel von Südafrika und Indien in der Welthandelsorganisation, wo sie beide Länder beantragt haben, ein
Patent Waiver sozusagen, eine Suspendierung, also eine Aufhebung des Patentrechts für die Dauer der Pandemie. Das wäre doch eigentlich eine Lösung, um die Produktion relativ schnell ankurbeln zu können. Vielleicht darf ich damit beginnen, wenn man sieht, wie knapp das Gut ist und vor allem, wenn wir jetzt global betrachten, wie knapp das Gut ist, dann können wir Rechnungen anstellen, dass wir Milliarden und wenn wir genau sind, eigentlich sogar zig Milliarden Impfstoffdosen benötigen. Und wir werden höchstwahrscheinlich immer mehr deuten die Zeichen in diese Richtung und vor allem, wenn auch der Rollout, das Verfügbarmachen der Impfstoffe so lange oder zu lange dauern wird, werden wir modifizierte neue Generationen an Impfstoffen brauchen und dann in ähnlicher Menge. Das heißt, wir sind hier in einer enormen Schere drinnen, die eigentlich alle Alarmglocken zum Klingen bringen lassen müsste. Zig Milliarden Dosen, die wir benötigen. Wir sehen, wie stotternd die Impfstoffdosen auch bei uns in den einkommensstärksten Ländern und Österreich ist ja ganz vorne in der Warteschlange, wenn wir mal ganz ehrlich sind, auch wenn wir subjektiv manchmal den Eindruck vermittelt bekommen, wir sollten noch weiter vorne sein. Aber in Wirklichkeit gibt es tatsächlich dieses enorme Paradox, dass riesige Produktionskapazitäten sowohl in Quantität als auch in Qualität, viele davon in Schwellenländern, aber mittlerweile auch in Ländern des globalen Südens ungenutzt bleiben. Was da dazwischen steht, zwischen diesem enormen, eklatanten Mangel an Dosen und den verfügbaren Produktionskapazitäten, das sind tatsächlich die geistigen Eigentumsrechte. Die Patente sind da die prominentesten davon. Hier braucht es mutige Entscheidungen, ganz, ganz entschlossenes Handeln. Und der sogenannte Waiver von den Regierungen von Indien und Südafrika bei der Welthandelsorganisation in Genf, die Patente für die Dauer der Covid-19-Pandemie auf Covid-19-Impfstoffe, Medikamente, Diagnostika und andere Werkzeuge, wie zum Beispiel Beatmungsgeräte, auszusetzen, wäre ein ganz, ganz entscheidender Beitrag. Ich möchte versuchen, mich Ihrer Frage anzunähern mit einem Versuch einer Antwort. Warum kommt hier keine Bewegung hinein, nachdem es ja auf der Hand liegt und so klar sein müsste? Dieses Ökosystem von Patientinnen und Patienten, die die Medikamente, die die Impfstoffe benötigen, der pharmazeutischen Industrie, die diese erforscht und entwickelt, produziert und vermarktet, den Policymakers, also den Parlamenten, den Politikern, die die Rahmenbedingungen festlegt und dann den regulatorischen und Aufsichtsbehörden, das ist in eine Schieflage geraten, weil die pharmazeutische Industrie sehr laut ist, sehr laut trommelt und fast mantraartig bestimmte Wahrnehmungen wiederholt, die dann irgendwann einmal sozusagen als Fakt wahrgenommen werden. Ich möchte vier von diesen Mythen ein bisschen ansprechen und dekonstruieren. Das erste: Die Impfstoffe und gerade jetzt bei den Covid-19-Impfstoffen wird das ja oft betont sein, komplexe biologische Produkte, Hightech-Produkte, was sie auch sind. Aber die gleiche pharmazeutische Industrie, die dieses Argument trommelt, sagt nicht dazu, dass sie 80%, mehr als 80% der aktiven Wirkstoffe auch für viele biologische komplexe Produkte, auch Impfstoffe, aus Schwellenländern importiert und hierzulande in der Europäischen Union dann entformuliert, in Tabletten presst, in Fläschchen füllt, genau, etikettiert, mit einem Beipacktext versieht und vermarktet. In Wirklichkeit ist das Gros unserer aktiven Wirkstoffproduktion längst schon in diesen Ländern. Das aus Globalisierungsgründen, aus Kostengründen ist es längst abgewandert. Hier wird es nicht groß thematisiert, aber diese Werke haben nicht nur die Kapazitäten, sondern auch die Qualität, das zu schaffen. Das zweite Argument, was sehr oft angesprochen wird, es gebe diese Kapazitäten gar nicht. Es gibt mindestens 4 Dutzend Werke in Schwellen- und einkommensschwachen Ländern weltweit, die diese Kapazität haben. Und ich möchte betonen, nicht nur die Hülle und ein paar Bioreaktoren und Maschinen, sondern das Wichtigste, sie haben das Know-how.
Sie haben Teams, Sie haben Ingenieure, Sie haben Bioingenieure, Sie haben Medizinerinnen, die auch diese Produkteinführung, das Hochfahren von Produktionen sehr, sehr gut beherrschen. Und daran würde es dann nicht scheitern. Ein wichtiges weiteres Argument wird sehr oft genannt. Alle, die in Frage kommen, seien im Rahmen von bilateralen Lizenzen, die die Big Pharma genau. vergeben hätten, ohnehin schon genutzt. Auch das stimmt nicht, weil, wie gesagt, es gibt tatsächlich ein paar bilaterale Abkommen mit einigen wenigen Abnehmern. Aber das führt dann zum Beispiel dazu, dass diese Lizenzvereinbarungen so hohe Lizenzgebühren vorschreiben, dass ein indischer Impfstoffhersteller den Impfstoff teurer verkaufen muss als der Impfstoff, der in Europa produziert wird, weil eben eine so hohe Lizenzgebühr darauf liegt. Damit kann man natürlich die Kapazität nicht sehr, sehr gut erweitern. Und das letzte und das am häufigsten verwendete Argument, Patente treiben Innovation, die bringen den Patientinnen und Patienten, was sie benötigen. Und die könne man ja nicht anrühren, das käme einer Enteignung gleich, muss man auch in Frage stellen. Denn dieses Bild, das hier entworfen wird, das passierte entschädigungslos, stimmt auch nicht. Wenn Patente ausgesetzt werden, wenn Patente für die Dauer der Pandemie ausgesetzt werden sollten, dann würde es ja auch nicht entschädigungslos passieren. Nur diese Entschädigungen würden nach sehr klaren Vorgangsweisen genau. Unter Kontrolle, unter erzwungener Transparenz, was es tatsächlich kostet, dann festgelegt werden und würden natürlich die pharmazeutische Industrie dazu zwingen, diese Kosten für die Forschung und Entwicklung, für die Produktion offenzulegen. Wie wir alle wissen, das ist etwas, was die pharmazeutische Industrie ganz und gar nicht wünscht. Denken wir noch zuletzt an die USA, wo unter einem de facto ist es ein Kriegswirtschaftsgesetz, der Staat sehr massiv zwingend eingreift und Hersteller zwingt, für andere Impfstoffe herzustellen. Oder Unternehmen mussten offenlegen, welche Anlagen sie besitzen, Bioreaktoren, und die wurden sozusagen beschlagnahmt und zwangsweise anderen Unternehmen zur Verfügung gestellt. Und das in einem Land wie in den USA, das ja wirklich nicht im Ruf steht, staatlich. Wirklich, staatlich dirigistische, zentral gelenkte Planwirtschaft zu betreiben. Also hier möchte ich noch einmal betonen, bleibt ganz enorm viel Potenzial ungenutzt. Und weil ich gerade jetzt hier in Nigeria sitze, wo es auch ein so ein Werk gibt, mit der Verlagerung von Produktion in den globalen Süden, auch in den globalen Süden, mit in den globalen Süden, würde man natürlich auch ein Stück weit an Entscheidungsautonomie, an wen und wie die Impfstoffe rasch, effizient verteilt und weitergeliefert würden, auch in den globalen Süden abtreten. Also hier schwingt natürlich auch ein Nord-Süd-Thema und altes, retrokoloniales Denken natürlich auch im Hintergrund mit hinein. Vielen Dank für diese Erklärung, weil das wäre ein Teil der Erklärung, warum zum Beispiel das gleiche Impfstoff zweieinhalb Mal so teuer in Südafrika verkauft wird als hier in Europa. Die Preisunterschiede sind enorm und gerade in umgekehrt sozusagen zur Kaufkraft, die diese Länder haben. Lassen Sie mich zwei Punkte aufgreifen, die Sie gerade gemacht haben, Herr Bachmann. Das eine, was mir auffällt, ist genau diese kontraintuitive, die US-amerikanische Regierung, ein Staat, den man eigentlich gar nicht erstmal verdächtigen würde, stark einzugreifen und dirigistische Maßnahmen zu ergreifen. Ein Unterschied, und den fand ich sehr interessant, und das würde ich auch mit Ihrer Hilfe hier verstehen für mich, wie es dazu kommt, dass sie nicht nur die Produktionskapazitäten, also die Biden-Regierung hat zum Beispiel Merck dazu gebracht, das Johnson & Johnson Impfstoff zu produzieren, weil Mercks eigener Impfstoff nicht erfolgreich war und Merck hatte keine Wahl unter diese Aufforderung, den Johnson & Johnson Impfstoff zu produzieren. Das ist die ein Teil der Geschichte. Aber das andere ist sogenannte Liability Claims. Stimmt, was wir in der
Presse lesen, dass die EU sehr viel zögerlich war, diese Liability Claims zu übernehmen, im Gegensatz zu der US-amerikanischen Regierung, die die Liability Claims übernommen hat und daher viel besser in der Lage war, für sich sehr viel größere Mengen Impfstoff zu sichern. Ja, ich glaube, die Frage ist nicht so leicht für mich zu beantworten, aber ich glaube, was sich ein bisschen abzeichnet in der Argumentation ist so, dass wir natürlich innerhalb von bestimmten etablierten Logiken denken und handeln, also politische EntscheidungsträgerInnen meine ich damit, und zwar einerseits das sehr nationalstaatliche Denken und Handeln, also dass Impfpolitik, Gesundheitspolitik etwas Nationalstaatliches ist, auch innerhalb der EU einfach. Und die EU ist ja sozusagen, was Gesundheitspolitik betrifft, nicht mehr als die Ansammlung von Mitgliedstaaten, die an einem Tisch sitzen und verhandeln mit, sozusagen im Kontext dieser Komitologie, also wo sehr viele Gremien mitsprechen. Das ist das eine, also das Nationalstaatliche. Das andere ist natürlich, dass Patente auch in der Wissenschaft eine gewisse Rolle spielen. Und Ursula Wedemann-Schmidt kann dazu sicher mehr sagen. Also ich glaube, das ist eine sehr wichtige Basis, auf der sozusagen viel Wissenschaft auch einfach betrieben wird. Die Patente spielen eine Rolle und haben einen gewissen Wert dafür. Und das Dritte ist natürlich auch eine ökonomische Logik. Ja? Also sozusagen Impfstoffherstellung ist ja einfach in den vergangenen Jahrzehnten, hat sich sehr verändert, ist globalisierter, also dass eben sozusagen Inhaltsstoffe hier produziert werden, das Zubehör aus einem anderen Land dann kommt. Diese Supply Chain, diese Global Supply Chain ist eine sehr schwierige, die kann man nicht einfach nationalisieren oder verstaatlichen, wenn man so möchte. Also das heißt, innerhalb dieser Logiken ist man natürlich zu einem Teil gefangen und man fragt sich sozusagen, wie kann man diese Krise auch nutzen, um jenseits dieser Logiken vielleicht zu denken zumindest und vielleicht irgendwann mal zu handeln. Und da spielt es sicher eine Rolle, inwiefern sich Bevölkerungen, inwiefern man überhaupt Bevölkerung definiert. Ja? Also weil Nationalstaaten möchten ja in erster Linie die eigene Bevölkerung sozusagen versorgen, sind sozusagen verantwortlich für Health and Safety der eigenen Population. Aber wir sind ja schon innerhalb von Österreich, Bevölkerung wird manchmal auf Bezirksebene definiert, dann auf Bundeslandebene und dann auf Bundesebene. Dann haben wir noch Impfraten auf europäischer Ebene. Also da ist schon die Frage, wie verschieben sich vielleicht diese Kategorien, in denen wir denken. Und da, es gibt diesen Spruch, ich glaube, das ist von Churchill, never waste a good crisis oder so, glaube ich, ist es irgendwie, also da fragt man sich, was gibt es hier für Chancen, jenseits dieser Logiken zu denken und zu handeln. Was die EU betrifft, aber da gibt es natürlich an sich ein positives Signal, dass man da, oder ein positiver Versuch, den ich persönlich positiv finde, dass man letztes Jahr gleich probiert hat, diese Chance zu nutzen, um gemeinsam zu beschaffen und gemeinsam symbolische Handlungen miteinander auch zu beginnen. Dass das nur zu einem Teil gelingt, das sind einfach bestimmte Strukturen und etablierte Praktiken, an denen man zu einem Teil vielleicht einfach sozusagen verlangsamt ist, aber da kann ja auch noch etwas geschehen. Ja. Also ich komme gleich zu der Patentfrage zurück und gleich zu Ihnen damit. Aber eine Frage, die Sie da ansprechen, Frau Paul, ich möchte damit erstmal ganz kurz an Herrn Bachmann zurückgehen. Und zwar die Frage, wer ist die Bevölkerung? Denn wenn man an Ärzte ohne Grenzen denkt, Sie sind insbesondere mit humanitären Hilfen in Gebieten und insbesondere jetzt in Nigeria in Gebieten tätig, wo Landesteile gar nicht unter Kontrolle der Zentralregierung stehen. Das heißt, es sind Bevölkerungsgruppen in eigenem Land, die von der Regierung gar nicht versorgt werden. Und nicht zu vergessen, die ganzen Flüchtlingslager und die Flüchtlinge auch hier bei uns. Das heißt, wie man die Bevölkerung hier definiert und die Impfproblematik und Covid-Problematik in den Flüchtlingslagern in Europa ist auch enorm. Insofern, ich glaube, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Wer fällt durch diese Cracks durch? Als Ärzte ohne Grenzen sind wir in humanitären Krisengebieten, in Konfliktgebieten tätig und betreiben dort Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen. Und sehr oft sind wir deswegen dort, weil Menschen oder Menschengruppen marginalisiert sind. Sie werden von den Gesundheitssystemen, von den etablierten Gesundheitssystemen des Staates nicht versorgt. Manchmal absichtlich ausgelassen, manchmal gibt es ganz einfach diese Strukturen nicht.
Was ein ganz, ganz großer Concern von Ärzte ohne Grenzen ist, sind jetzt Menschen gerade in diesen humanitären Krisen. Wie Sie ganz richtig erwähnt haben, es gibt viele, viele Länder, wo nicht das gesamte Territorium und nicht die gesamte Bevölkerung überhaupt unter der Kontrolle des Staates sind. Was können wir dazu beitragen? Das ist eine ganz, ganz wichtige Arbeit von Ärzte ohne Grenzen, dass wir dafür kämpfen, dass wir dafür Lobbying betreiben, dass diese Menschen natürlich auch Zugang zu einem lebensnotwendigen, zu einem lebenswichtigen Medikament bekommen. Sie haben ja auch nach dem internationalen humanitären Völkerrecht, sie haben auch nach den Menschenrechten, das auch ein Recht auf medizinische Versorgung, auf Gesundheit verbrieft, ja das Recht auf Zugang. Und diese Rechtsbasis wird sehr oft vergessen. Und eine Aufgabe auch von mir als Einsatzleiter, als Head of Mission von Ärzte ohne Grenzen hier in diesem Land ist dann genau diesen Menschen eine Stimme zu verleihen, diesen Menschen eine Stimme zu geben. Aus Public Health Sicht, aus der Sicht des öffentlichen Gesundheitsdienstes, ist es ganz klar, wenn wir nicht genügend viele Menschen impfen können, mit einer Impfung versorgen können, dann wird insgesamt natürlich die Impfung weniger effektiv sein. Das ist jetzt sozusagen ein medizinisches Argument, was wir ins Treffen führen können und führen müssen. Aber wir sind in einem enormen Spannungsverhältnis tätig, in einem Land, wo es nicht ausreichend Impfstoffdosen gibt, nicht einmal für die erste Prioritätsgruppe, dann die Stimme für Menschen zu erheben, die dann gar nicht am Radar der jeweiligen Regierungen sind. Das ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Die Konsequenz auch, wie Frau Paulert betont hat, dieser nationalen Gesundheitssysteme. Gesundheitsversorgung weltweit passiert national. Ein Teil der Antwort in diesen etablierten Mustern, die sich als unpraktisch und als vollkommen ineffizient erweisen in einem globalen Geschehen wie der Covid-19-Pandemie, ist darauf zurückzuführen, dass dann letzten Endes immer wieder in diese bewährten Strukturen zurückfällt. Ich habe schon bei meinen Ebola-Einsätzen in Westafrika, der mehrere Länder schwer betroffen hat, der eine ganze Region bedroht hat, gesehen, wie schwierig es ist, über diese nationalen Nationalismen hinaus zu kommen. Damals hat sich schon das System der Weltgesundheitsorganisation und wir haben kein anderes und wir haben kein besseres System auf dieser Welt, hat sich nicht sonderlich bewährt. Leider das war ja eine Krise in einem kleineren Maßstab, wenn man das so sagen darf, mit einem dramatischen Impact für die betroffenen Menschen in Sierra Leone, in Guinea-Conakry und in Liberia. Die Lehren, die man hätte ziehen können, ganz, ganz vieles, was wir heute hier diskutieren, heute hier auf der Bühne des Burgtheaters, haben wir damals schon 2014, 15, 16 in Westafrika erlebt. Auch Nationalismen als Reaktion auf ein regionales, ein supranationales Geschehen. Hier müssen wir dringend daran arbeiten, weiterzukommen. Wir müssen supranationaler denken. Wir müssen lernen, in einer Pandemie wirklich auch global zu agieren. Vielleicht nutze ich jetzt gerade noch meine Intervention, um einen Kommentar zu den Patenten abzugeben. Ich denke, es ist ganz, ganz entscheidend, hier noch einmal zu betonen, Patente werden immer öfter auch zu einem Hindernis, zu einer Schranke, dass Menschen, Patientinnen und Patienten das bekommen, was sie bekommen müssen, nämlich wirksame Impfstoffe und Medikamente. Wir können uns ein de facto Monopol, wenn wir freundlich sind, können wir sagen, es gibt jetzt ein Covid-19-Impfstoff-Oligopol. Wir können uns das nicht leisten. Wir müssen diese Monopolsituation in einer Situation einer Pandemie überwinden, um
wirklich global den Menschen einen Zugang zu diesen essentiellen Mitteln, zu diesen Werkzeugen zu ermöglichen. Also dieses Patentthema ist für mich aus dem Grunde interessant, dann nehme ich den Punkt wieder auf. Frau Palter, Sie sagten und Sie sagten auch, Frau Wildmann-Schmidt als Forscherin wird dazu was sagen können. Und zwar natürlich braucht man Innovationsschutz. Also ohne, dass man geistiges Eigentum in irgendeiner Form schützen kann, gibt es in vielen Bereichen weniger Incentiv zu Innovation. Auf der anderen Seite, bei Impfstoffen und insbesondere bei Covid-19-Impfstoffen fällt mir auf, zum Beispiel die Moderna-Impfstoff ist 100% aus öffentlichen Mitteln entwickelt worden. Viele andere Impfstoffe, die jetzt vorhanden sind, sind weitgehend entweder aus einer Kombination von Philanthropie, also private philanthropische Stiftungsgeldern, Bill Gates Foundation war hier auch ganz wichtig, und oder Regierungsgeldern. Das heißt, wenn man so will, haben wir als Steuerzahler zweimal dafür bezahlt. Unsere Steuergelder sind in der Entwicklung reingegangen und dann bezahlen wir dann als Konsumenten in den Ländern oder über unsere Krankenversicherungen. Und insofern hier sehe ich eigentlich das Problem, wie legitimiert man überhaupt Patente auf Impfstoffe, die aus öffentlichen Geldern eigentlich entwickelt worden sind. Schwierige Frage, ja. Ich sehe das eben, also für mich als Forscher, Wissenschaftler ist natürlich die Intellectual Property-Frage die wichtigste, die ich sehe sozusagen im Forschungsprozess, die schon eine Basis schafft, um die Entwicklungen weiter zu generieren, weil natürlich man sich sehr wohl anschaut, wenn man ein Impfstoffkonzept entwickelt, was gibt es schon, wie unterscheidet sich mein Konstrukt, wie kann ich das anders machen, und es regt an schon einen extremen Entwicklungsprozess. Also auch wenn Sie gesagt haben, das ist ein Argument, für mich ist das schon einer der wichtigsten Argumente, um die Neuheiten und bessere Produkte voranzutreiben. So denke ich jedenfalls als Wissenschaftler. Mhm. Auf der anderen Seite natürlich auch, dass sozusagen ein geistiges Eigentum geschützt gehört, weil es oftmals nicht in der Pharmaindustrie beginnt, sondern meistens in Akademia beginnt. Genau. Also das sozusagen, dass die Pharmaindustrie ist am Ende des Ganzen. Und meistens passieren eben die Entwicklungen an den Universitäten und so weiter, und man sucht sich dann einen Partner. Also und mit öffentlichen Geldern. Unsere Universitäten sind öffentliche Einrichtungen. Aber auch Universitäten brauchen sozusagen Geld für Forschung, um sich weiterentwickeln zu können. Also hier ist die Stellung der Patente, finde ich, schon eine wichtige Sache. Und Gott sei Dank hat sich auch an den Universitäten entwickelt, dass Patente ein Thema geworden sind, ganz einfach, damit unsere Forschung weitergehen kann und damit wir uns weiterentwickeln können. Also dieser Aspekt, den halte ich schon für sehr, sehr wichtig. Natürlich in einer Krise, wie sie jetzt ist, muss man sich überlegen, welche Maßnahmen kann man setzen? Ist das wirklich das Aussetzen von Patenten für ein allgemeines Gut, das allen sozusagen zustehen würde? Oder gibt es hier andere Möglichkeiten über das hinaus, Lizenzen, die sozusagen gegeben werden müssen, freigegeben werden müssen, damit Produktionen auch in anderen Ländern erfolgen können? Weil für mich ist also jetzt der Kernpunkt der, dass nicht die Entwicklung eines Produktes das Fragezeichen ist, sondern es ist eigentlich wirklich die entsprechende Produktion und dass genügend produziert wird. Und wir haben ja auch gesehen, die ganzen Lieferschwierigkeiten entstehen dann plötzlich, weil irgendein Werk umgerüstet wird und plötzlich bleibt alles stehen und so weiter. Also es ist eigentlich das Kernproblem schon in der Produktion. Und die Frage, welche Verhandlungen müssen dann die Regierungen mit der Industrie führen, damit gewährleistet wird, dass das günstig, billig und in größerem Ausmaße gemacht werden kann. Und das, glaube ich, sollte möglich sein, nicht? Das prinzipiell das Intellectual Property und das Patent in Frage zu stellen, das würde ich für die gesamte Wissenschaft wahrscheinlich schon als einen schwierigen Punkt ansehen, denn wenn man einmal sozusagen das in Frage stellt, gibt es viele andere Gründe. Ich denke nur an Krebstherapien und so weiter. Wie viele, jeder kranke Mensch hat das Anrecht für eine Medikation, dann wäre das sozusagen frei für alle. Und dann ist die Frage,
Weiterentwicklung der Produkte in diesem Maße so leicht möglich sein. Also das muss man, glaube ich, gut diskutieren und gut überlegen. Frau Brein sagt dazu etwas oder sonst würde ich, also wenn Sie dazu was sagen wollen, sonst wollte ich eigentlich auf einen anderen Punkt eingehen mit Ihnen alle, Herr Bachmann kurz angesprochen hat, und zwar COVAX. Also ich wollte auf die Globalverteilung zurückkommen und fragen, das Patentthema erstmal ruhen lassen hier mit den Spannungen, die wir hier sehen, also Innovationsschutz gegen öffentliches gut in so eine Pandemiesituation. Ja, ich sehe, und insbesondere, weil diese Impfstoffe mit öffentlichen Mitteln entwickelt worden sind. Aber was mich auch interessieren würde, wäre also, wenn man jetzt aus einem afrikanischen Land her das betrachtet, sie warten darauf, dass ihnen Impfstoffe geliefert werden und auch geschützte, patentgeschützte Impfstoffe geliefert werden. Und ein Mechanismus, das wir haben, ist das COVAX-Facility, das von der WHO ins Leben gerufen wurde. Können Sie ein bisschen diesen Verteilungsmechanismus erläutern und sagen, wo wir gerade stehen? Weil ich habe ein bisschen mit Erstaunen irgendwo gelesen, dass Kanada sehr viele Impfstoffe aus COVAX bezogen hat. Hätte ich nicht gerade als ein Zielland für COVAX gedacht. Ja, also ich bin nicht die Expertin für COVAX hier. Ich würde gern, also diese Frage würde ich gern weitergeben, weil ich glaube, dass es hier Berufenere gibt, die diese Frage beantworten können. Ich möchte aber trotzdem gern etwas zur globalen Verteilung an sich sagen. Mhm. Das ist mit dem Thema Intellectual Property Rights und geistiges Eigentum sehr eng verknüpft. Also es hat vor kurzem auch Fatima Hassan von der Health Justice Initiative in Kapstadt einen sehr tollen Vortrag darüber gehalten, dass es eigentlich unerträglich ist, dass, also sie hat es so ausgedrückt, brown and black people are again at the end of the queue. Also wenn wir das global sehen, und natürlich ist öffentliche Gesundheit national organisiert und so weiter. Und das historisch hat das gute Gründe. Aber wenn wir es global sehen, ist es moralisch ein riesengroßes Problem, dass wieder mal die Menschen die größten Kosten tragen in Form von Todesfällen, in Form von Risiken, die ohnehin in der globalen Pyramide und nationalstaatlich trifft es auch häufig zu, in der Pyramide der Einkommensvermögensverteilung jener, die kranke Menschen betreuen, ganz unten stehen. Das heißt, wir haben hier als Bürgerinnen und Bürger in privilegierten Ländern und auch als Bürgerinnen und Bürger gegenüber unseren Staaten, glaube ich, die Pflicht, diese auch zur Verantwortung zu ziehen. Und die Frage für mich, was jetzt auch das geistige Eigentum und die Zurverfügungstellung der Vakzine betrifft, ist jetzt nicht so sehr eine verbunden mit der Frage, wer dafür bezahlt hat. Also das Steuerzahlerargument hat ja immer das Problem, dass man dann sagen kann, okay, es zahlen ja nicht alle Einkommenssteuern, das meint man, wenn man normalerweise Steuern sagt. Das heißt, dann sollten vielleicht Menschen, die mehr beitragen, mehr rauskriegen. Das wird schnell gefährlich. Ich glaube, im Kontext einer globalen Gesundheitskrise müssen wir fragen, was ist die Rolle des Staates, nicht als zentrale Instanz, die alles plant und organisiert, sondern als Vertreterin und Vertreter der Allgemeinheit? Also der Staat als Vertreter der Allgemeinheit, welche Interessen sollte der Staat hier wahrnehmen? Und es muss die Pflicht des Staates dann geben, Vakzine, wenn es möglich ist, zur Verfügung zu stellen. Auch wenn man durchgreift, wie Herr Bachmann das, oder durchgreifen muss, wie Herr Bachmann das geschildert hat. Und da glaube ich, kommt man schon in einem Spannungsverhältnis zum Schutz geistigen Eigentums. Der Schutz geistigen Eigentums ist, wenn er sozusagen Innovation fördert, wunderbar und ganz, ganz wichtig. Aber wie auch Forscherinnen und Forscher gezeigt haben, Keen Birch in Kanada ganz konkret, häufig oder in manchen Kontexten dient der Schutz geistigen Eigentums jetzt nicht mehr der Innovation. Im Gegenteil, es innovationsfördert. Bremst. Genau, er bremst Innovation in manchen Kontexten. Ich möchte es nicht verallgemeinern. Aber es geht dann oft um sogenanntes Rent-Seeking, also es geht darum, dass man durch Lizenzgebühren, Nutzungsgebühren und so weiter eigentlich Profite machen kann und dadurch andere, die eventuell Innovation
bieten würden, auch davon abhält, überhaupt tätig zu werden. Das heißt, man muss beim geistigen Eigentum genau hinsehen, wie es in einem bestimmten Kontext wirkt. Und hier würde ich sagen, und Herr Bachmann hat es ja auch schon gezeigt, dass es in vielen Kontexten eigentlich gegen die öffentlichen Interessen wirkt und auch gegen die globalen öffentlichen Interessen. So, und jetzt habe ich auf die COVAX-Frage nicht geantwortet, aber ich glaube, dass... Aber ich glaube, wir müssen kurz auf COVAX eingehen, wenn wir verstehen wollen, wie diese globale Verteilung über diesen Mechanismus, also wir reden von Solidarität, nicht nur in nationalen Grenzen, sondern auch in globalen Grenzen. Wir haben hier einen Mechanismus und es wäre schon wichtig, glaube ich, das zu verstehen, wie das funktioniert. Soll. Frau Paul, Herr Bachmann. Gerne kurz zu COVAX. COVAX ist, hinter COVAX steckt die Idee, dass man eigentlich diese moralische Verpflichtung zur Solidarität auch mit ökonomischen Prinzipien gewissermaßen vereinbar macht. COVAX ist Teil eines Pakets, das die WHO gemeinsam mit der Europäischen Kommission und mit Frankreich bereits im April 2020 ins Leben gerufen hat. Teil dieses Pakets, das Herr Bachmann erwähnt hat, mit dem man sozusagen diese Covid-19-Tools oder Werkzeuge verfügbar machen möchte, auch für einkommensschwächere Länder. In COVAX ist es so, dass man einerseits die Kaufkraft bündeln möchte von einkommensstärkeren Ländern, sodass man damit auch Preise besser sozusagen verhandeln kann mit Impfstoffherstellern. Andererseits möchte man, und es gibt inzwischen 190 sozusagen unterzeichnende Parteien bei diesem Agreement, bei COVAX, dass das zweite Ziel ist, dass man einkommensschwächeren Ländern sozusagen diese Impfungen eher verfügbar machen möchte. Und da ist man sehr hinter den Zielen nach eigentlich. Ja. Also nach den jetzigen Voraussagen wird es noch sicher sehr viel länger dauern als ursprünglich anvisiert, um zumindest 20% der vulnerablen Bevölkerung oder die 20 vulnerabelsten sozusagen Prozent jeder Bevölkerung durchimpfen zu lassen. So ist das gemeinsame Ziel, nämlich dieser COVAX-Allianz. Zum anderen ist auch natürlich das Ziel, gewissermaßen kommt da auch symbolisches Kapital heraus, weil natürlich Mitgliedstaaten dann recht gut dastehen. Also das politische Image wird auch ein bisschen aufgebessert, natürlich, wenn man gewissermaßen diese globale Umverteilung unterstützt. Also das muss man schon auch in Betracht ziehen. Das ist auch einfach Realpolitik und ich glaube, das ist etwas, was man einfach konstatieren kann und nicht so bewerten muss. Aber wir sehen, dass da schon ein Versuch ist, diese globale Solidarität eigentlich zu stärken. Inwiefern diese Umverteilung gelingen wird und inwiefern diese moralische Verpflichtung mit diesen ökonomischen Prinzipien vereinbar sein wird. Ich glaube, das gilt es noch zu bewerten und Herr Bachmann hat das auch gesagt, also man rechnet mit langen Wartezeiten auch und das ist natürlich ist gewissermaßen im Kontrast zu diesem Prinzip der WHO, die sagt, niemand ist sicher, bevor nicht alle sicher sind. Und das ist etwas, ein bisschen ein Blindspot, glaube ich, gewesen im Diskurs genau. In den letzten Monaten. Genau. Und da will ich zwei Punkte aufgreifen hier. Einmal die Frage des symbolischen Kapitals und da möchte ich doch zur Frage der Impfdiplomatie kommen. Aber bevor wir das machen, ich glaube, ein Punkt ist mir wichtig. Wir haben eher ein moralisches Argument jetzt von Ihnen gehört, Frau Preinsack, warum wir globale Solidarität brauchen. Aber Frau Friedemann, wir brauchen aber auch eine globale Solidarität rein aus Public Health Gründen. Richtig, also das kommt dazu. Es ist nicht nur, wir müssen nicht nur sozusagen denken, dass wir anderen helfen, sondern das Grundprinzip eigentlich jetzt geht es, wie kann man die Pandemie in den Griff bekommen. Richtig. Und einer der Hauptaspekte ist, wenn je mehr Menschen geimpft sind, sind sie selbst geschützt, aber mehr und mehr wissen wir, dass auch die Weitertragung der Infektion verhindert wird. Das heißt, es ist in unser aller Interesse natürlich zuerst mal, verstehe ich schon, dass jeder sozusagen schaut im Umfeld, dass das funktioniert, aber letztendlich muss eine Durchimpfungsrate in der gesamten Welt passieren. Die besten Beispiele sind, wie die WHO sich durchgesetzt hat, was die Pocken betroffen hat. Nur durch ein globales Impfsystem war es möglich, eine Erkrankung auszurotten. Letztendlich bei den Masern haben wir dasselbe Problem, wo eigentlich hier das Ziel ist, weltweit durchzuimpfen bei Polio und so weiter, damit Infektionen verschwinden können oder
zumindest so unter Kontrolle gehalten werden können, dass es nicht immer wieder zum Aufflammen kommt. Gerade in unserem Zeitalter der sozusagen globalen Bewegung müssen wir so denken, weil natürlich jede Reise irgendwohin ist damit assoziiert, dass man natürlich wieder Erkrankungen mitbekommt. Und so daher ist das ein Ziel von uns allen. Das ist also wirklich nicht nur ein rein, altruistisches Ziel, dass man anderen Menschen hilft, sondern es ist im Sinne von uns allen, dass das gelingt und dass COVAX wirklich hier tatsächlich nicht nur ein Lippenbekenntnis war, sondern letztendlich auch die Umsetzung findet. Das ist, glaube ich, ganz, ganz essentiell. Ganz zentral. Und das heißt, die Gemeinwohlfrage ist hier wirklich eine interessante, weil diese Gemeinwohlfrage kann nur ein globales Gemeinwohl sein. Ja. Das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Ich komme zurück aber zu symbolischem Kapital, auch COVAX, aber ohne COVAX, was wir jetzt sehen, sind Indien verteilt viel Impfstoff in den Nachbarländern. China und Russland betreiben auch Vaccine Diplomacy. Mhm. Und in der EU wissen wir zum Beispiel, in Ungarn wird ein russischer Impfstoff, Sputnik, verimpft. Ein Impfstoff, das nicht zugelassen ist, also noch nicht zugelassen ist in der EU. Also zwei Fragen für mich daran, die sich anknüpfen. Sind wir zu langsam in der Zulassung? Das heißt, werden wir viel mehr Impfstoffe verschiedener Art zulassen müssen? Nicht nur, wenn sie geschenkt werden sozusagen, sondern richtig mit den vier vorhandenen sozusagen konkurrieren. Glauben Sie, dass die, wenn Sie ein Crystal Ball Gazing machen könnten, glauben Sie, dass die russische und andere Impfstoffe auch hier zugelassen werden könnten? Das würde die Mengen natürlich sehr viel erhöhen. Aber Herr Bachmann, an Sie erstmal gewendet. Sehen Sie sehr viel Verteilung von chinesischen und russischen Impfstoffen in Afrika zum Beispiel als Teil dieser Vaccine Diplomacy? Also wir sehen in vielen Ländern, in denen wir arbeiten, und ich bin im Gespräch mit Kollegen, anderen Einsatzleitern in Nachbarländern, ist es tatsächlich so, dass sowohl aus der Russischen Föderation als auch aus China, zum Teil auch aus Indien, bilateral Impfstoffdosen in den Ländern angekommen sind, außerhalb der sogenannten COVAX Facility. Betonen muss man, das sind von den Mengen her symbolische Mengen. 200.000 Dosen für Simbabwe, 200.000 Dosen für Algerien. Und da könnte ich jetzt beliebig fortfahren. Es bewegt sich also in Größenordnungen, die sehr symbolisch sind. Also da, das würde sozusagen die Theorie oder die Annahme einer Impfstoffdiplomatie sehr stark unterstützen, denn die Mengen von einer Public Health Perspektive fallen nicht so sehr ins Gewicht. Aus der Sicht einer humanitären Organisation, das Bedenkliche, das Bedrohliche ist, unsere Arbeit, das Leitprinzip unserer Arbeit ist Bedarfsorientierung. Wir machen Bedarfserhebungen und diejenigen, die das am dringendsten benötigen, die bekommen prioritär die Hilfe. Das müssen wir tun, weil wir limitierte Ressourcen haben. Und gerade wenn ich das jetzt auf Covid-19 und die Pandemie anwenden kann, wir wissen eines sehr gut, was die Impfstoffe können. Sie können schwere, kritische Krankheitsverläufe sehr, sehr effektiv verhindern und damit auch Todesfälle. Es ist nicht nur ein moralisches Versagen, wenn wir nicht die Prioritätsgruppen damit erreichen, sondern es ist natürlich auch ein Versagen aus Gesundheitsperspektive, wenn wir nicht die vulnerabelsten Gruppen versorgen. Und hier ist die Kritik an der Impfstoffdiplomatie, am Impfstoffnationalismus, auch am Impfstoffmultilateralismus zu üben, der nicht das Primat der Bedarfsorientiertheit wirklich denkt und umsetzt. Noch einmal, was hier hilft, und das ist auch eine Fundamentalkritik von Ärzte ohne Grenzen an der COVAX Facility und an anderen Maßnahmen, das ist die Governance, die Transparenz. Wer sitzt am Tisch und wer entscheidet mit? Schauen wir uns die COVAX Facility an. Es sitzt im Wesentlichen der globale Norden am Tisch und entscheidet, wie die Dosen vergeben werden. Und ein paar Philanthropen.
wo sind die Vertreter des globalen Südens, die die Bedürfnisse ihrer Bevölkerungen nicht nur kennen, sondern ich muss da noch einmal in eines der größten Traumata dieses Kontinents, was Pandemien betrifft, erinnern. Die HIV-AIDS-Pandemie, die noch gar nicht zu Ende ist, die dramatische Auswirkungen hatte in den Nullerjahren dieses Jahrtausends, vor allem im Süden Afrikas, aber im ganzen Kontinent. Ein ganzer Kontinent, der wusste, dass es wirksame, sichere Medikamente gibt, die in puncto Leistbarkeit vollkommen außerhalb der Reichweite der betroffenen Menschen waren. Es sind Millionen Menschenleben in Afrika verloren gegangen, weil aufgrund, und hier möchte ich noch einmal die Brücke zu den Patenten schlagen, die so teuer waren, dass sie für Menschen nicht leistbar waren. Ich war als Projektleiter, kann ich mich erinnern, 2008 in Simbabwe. $1,100 kostete kosteten die Medikamente für eine Patientin für ein Jahr. 2010 kam, und das wäre eine Alternative, ein Patentpool, ein globaler Patentpool, der die gleichen Medikamente in der gleichen Qualität durch freie Lizenzen auf unter $100 pro Jahr und Patient brachte. Vergessen wir nicht, mit einem Schlag konnten 11-mal so viele Menschen behandelt werden. Ich möchte auch einmal betonen, dieses Trauma ist am Kontinent ganz, ganz ausgeprägt. Mhm. Und wenn ich hier mit Menschen spreche, auf der Straße, im Gesundheitsbereich, diese Betroffenheit, die aber auch sehr emotional werden kann, die Wut, die Zorn, die auch sehr, sehr viel Trauer enthält, die schlägt hier hoch. Und sehr oft werde ich mit der Forderung konfrontiert, Ärzte ohne Grenzen, ihr müsst dazu beitragen, dass dieses Versagen, was wir in den Nullerjahren erlebt haben mit einer großen Pandemie wie HIV-AIDS, das darf sich mit Covid-19 am Kontinent nicht noch einmal wiederholen. Ich erinnere mich sehr gut an diesen Zeiten, weil in Südafrika zum Beispiel zum Teil zu einem Umdenken geführt hat, war die Treatment Action Campaign. Also die Zivilgesellschaft, die wirklich landesweit und dann global mit transnationaler Solidarität mobil machte, um einfach diese Generika herstellen zu lassen, die Preise senken zu lassen, diese Facility, dass sie gerade beschrieben haben von Patent Pooling. Das war auch ein sehr interessanter Mechanismus, das damals entwickelt und erprobt wurde. Und es ist wie, als ob wir all das nicht mehr im Gedächtnis haben. So kurzfristig sozusagen, die Polio-Geschichten liegen lange zurück, aber wir haben also die ganzen Lektionen aus dieser Pandemie eigentlich vergessen. Und zwei Fragen daran anknüpft in der letzten Runde, und zwar, wie kommt es, ein Rätsel für mich ist, dass Afrika wesentlich niedrigere Fallzahlen zu haben scheint. Kann man sagen, man hat aus in Südostasien, aus SARS in Afrika, aus Ebola, aus HIV-AIDS, hat man andere Lektionen gelernt, weil die Gesundheitssysteme sind nicht notwendigerweise so robust nach so vielen Jahren Austeritätspolitik. Obwohl, als ich gelesen habe, dass Ruanda in der Lage ist, mit Drohnen die Pfizer-Impfung zu verabreichen sozusagen und verteilen zu lassen, war ich schon erstaunt. Ich denke, man muss sehr vorsichtig sein, wo wenig getestet wird oder relativ wenig getestet wird, da findet man natürlich weniger Fälle. Mhm. Das ist einmal das General-Caveat, also die Vorsicht, die man sofort hier betonen muss. Hier in Nigeria wurden Seroprävalenzstudien durchgeführt in vier großen Staaten. Der bevölkerungsreichste davon ist Lagos, die wirtschaftliche Metropole mit 25 Millionen Einwohnern. Und die fand im Oktober, November wurde die Studie durchgeführt, also noch vor der zweiten Welle, die Nigeria dann im Dezember, Jänner und Februar sehr, sehr hart getroffen hat. Und damals lag die Seroprävalenz in Lagos bei 23%. In den Nachbarstaaten bei 19%, 17%, 10%.
Also hier muss man sehr vorsichtig sein. Die dokumentierten Fälle spiegeln nur die Spitze von der Spitze des Eisberges wider. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Gesundheitssysteme, die zwar über weniger, viel weniger über Ressourcen verfügen, vielleicht etwas robuster sind, was Epidemien betrifft. Es gibt, während ich hier sitze, am afrikanischen Kontinent über 120 Epidemien, die hier gerade in den verschiedenen Ländern laufen. Für viele Menschen ist es eine ständige Realität, ein ständiger Begleiter. Als ich zuletzt im Ostkongo als Einsatzleiter tätig war, waren Menschen von 5 Epidemien zugleich bedroht und Ebola war nur eine von den 4 lebensbedrohlichen und nicht einmal die tödlichste. Die tödlichste war Masern, die Frau Dr. Wiedemann-Schmidt betont hat, dass es nach wie vor global ein sehr großes Problem ist. Das heißt, wir müssen hier sehr, sehr vorsichtig sein, weil die Datenlage viel limitierter, sehr viel eingeschränkter ist. Die Sterblichkeit in Nigeria ist 3,5-mal so hoch wie die Fallsterblichkeit ist 3,5-mal so hoch wie die Fallsterblichkeit in Österreich. Das heißt, das bringt noch einmal die Betonung auf die Wichtigkeit von präventiven Maßnahmen wie Impfungen. Denn wenn ich krank werde, wenn ich kritisch oder schwer erkranke, habe ich sehr viel weniger Möglichkeiten, intensiv medizinisch betreut zu werden oder überleben in diesem Land. Es gibt Länder wie Mosambik, die haben 100 Intensivbetten mit Beatmungskapazität für eine Bevölkerung von vielen zig Millionen Einwohnerinnen. Also das ist weniger als das Bundesland Tirol an Intensivbetten für Covid-19 hätte. Frau Wiedemann-Schmidt, dazu die Frage. Im Vergleich zu dieser dramatischen Situation, 5 gleichzeitige Epidemien, sind wir eigentlich in einer sehr komfortablen Lage. Nichtsdestotrotz werden wir länger mit Corona leben müssen. Mhm. Es ist nicht eine Frage, wenn wir einmal alle durchgeimpft sind, ist die Situation gerettet. Mhm. Letzte Fragerunde an alle sozusagen. Die Frage, was können wir tun, um längerfristig sozusagen die Impfakzeptanz, Impfbereitschaft nicht nur zu erhöhen, sondern auch Aufklärung dahingehend zu betreiben, dass wir andere Maßnahmen neben der Impfung auch noch praktizieren müssen und welche Art von Institutionen, politische Bedingungen, institutionelle Bedingungen brauchen wir, damit wir einmal die Infrastruktur schaffen, institutionell, das ist wirklich nicht die letzte Pandemie, die wir leider in unseren Lebzeiten erleben werden. Was können wir, also wie können wir uns fit machen, nachhaltig? Also für mich ist diese Pandemie sie bringt auch Hoffnungen, finde ich, dass es Verbesserungen bringt. Ich möchte eigentlich auch von diesem ständig negativen Aspekt in der gesamten Kommunikation abgehen, sondern eher in die Richtung, was können wir lernen, was können wir nützen, wie können wir tatsächlich Situationen verbessern. Und von medizinischer Seite her, was mich immer gestört hat, war ganz einfach der Aspekt, wie wenig Prävention prinzipiell im Bewusstsein, wie wichtig das eigentlich ist für die Verhinderung von Erkrankungen. Und hier muss es eben zu einem Umdenken kommen, dass man einerseits versteht, was ist der Wert von Impfungen, weg sozusagen auch von dem Gedanken, will ich nicht, sondern dieser solidarische Gedanke, den viele in der Vergangenheit, ich weiß das aus meiner Arbeit, eigentlich überhaupt nicht betrachtet gehabt haben, sondern es war immer nur eine Frage, ob ich selber will oder nicht oder ob ich meinem Kind das antue oder nicht, aber nicht, was das für die Gesamtheit für eine Bedeutung hat. Also das ist einmal Nummer eins, glaube ich, dass wir alle lernen können, was bedeutet Public Health, welche Rolle spielt jeder Einzelne, um ein Gesamtkonzept einer Gesundheit für eine Bevölkerung zu haben. Aber ich glaube, wir haben auch gelernt, dass natürlich einzelne Maßnahmen nicht das Allheilmittel sein können. Wir wissen jetzt, dass Impfungen uns helfen können, dass es eine deutliche Verbesserung schafft. Aber jetzt momentan kommt mir vor, dass jeder sitzt und wartet und sagt, morgen muss das alles in Ordnung sein. Wir haben
jetzt kennengelernt, wie wichtig eigentlich Maßnahmen sind wie die Maske. Was kann die eigentlich verhindern in der Infektionsweitertragung? Besonders dann, wenn wir nicht wissen, wie sich ein Virus weiter verhält. Das heißt, ich glaube, wir müssen uns einstellen darauf, dass es gewisse Situationen gibt und gewisse Präventionsmaßnahmen man sehr wohl etablieren kann, die uns helfen, auch das Leben immer mehr wieder zu öffnen. Und da gehören eben einerseits diese Teststrategien dazu, da gehört das Bewusstsein, dass Masken ganz einfach dazu gehören. Und da sind Impfungen ein Teil davon. Das heißt, es ist ein Konzept, das zusammenspielt, verschiedene Faktoren, die wir alle einhalten können und wo man mitmachen kann, damit man ganz einfach ein Leben weiterführen kann. Weil das Virus wird uns sicherlich noch eine Zeit begleiten. Wir wissen nicht, welche neuen Varianten kommen, ob die Impfstoffe, die jetzt in Verwendung sind, auch sozusagen für die Zukunft das Allheilmittel sind, ob sie wieder angepasst werden müssen und so weiter. Und am Weg dorthin durch diese Krise haben wir aber die Möglichkeit oder haben wir kennengelernt auch andere Maßnahmen, denen man positiv gegenüberstehen muss und die man nutzen muss. Und wo man auch, glaube ich, einzelnen Institutionen, Arbeitsplätzen, auch dieses Burgtheater hier die Möglichkeit geben kann, solche Maßnahmen zu ergreifen, um dann letztendlich auch wieder Dinge umzusetzen, die uns auch allen wichtig sind. Also ich glaube, kann ich vielleicht noch ergänzen, wir haben das alle gesehen, wie wir hierher gekommen sind, wie fantastisch die Teststrategie hier etabliert wurde. Ja. Also ich glaube, das ist ein gutes Zeichen zu sehen, wie kann man lernen, um mit etwas umzugehen und trotzdem vorsichtig zu sein. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es möglich ist mit dieser Strategie, die hier lokal aufgebaut ist, wieso kann man nicht einen Teil des Lebens wieder zurückgewinnen, das sehr wichtig für unser Leben ist. Dass Kunst für uns alle ein ganz wichtiger Beitrag ist, um das Leben leichter wieder leben zu können. Alle empfinden das Leben extrem schwer und mühsam. Also muss es Möglichkeiten geben, um unser Leben wieder zu vereinfachen. Und es ist möglich. Also man sieht das hier und ich glaube, da muss man sich auch trauen, solche Schritte zu machen in sehr verantwortlicher Weise. Und das wird uns allen helfen, die Krise besser in den Griff zu kriegen. Es sind nicht nur die Impfungen, sie sind aber ein wichtiger Teil. Ein wichtiger Teil dessen. Also ich glaube, damit schließen wir. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken für das Gespräch und eigentlich auf noch ein Paradox hinweisen, dass ich hoffe, wir ein bisschen hier entgegentreten könnten. Und zwar werden wir alle mittlerweile, Sie nicht, die restlichen von uns, alle zu Hobby-Virologen, Virologinnen mutiert sind, glaube ich, in diesem Jahr. Wir haben alle Massen an statistischen Daten zu R-Zahl, zu Virusload, zu Impfstudien konsumiert und auch interpretiert, steigen aber gleichzeitig Desinformationen, gezielte wie auch Missinformationen und auch leider Verschwörungstheorien über das Coronavirus, über die Impfung an. Vertrauen in wissenschaftliche Expertise wurde leider nicht immer durch die Krise gefestigt. Ich hoffe, mit der heutigen Diskussion haben wir einen kleinen Beitrag dazu leisten können, zu sagen, es gibt sehr viel Expertise in ganz unterschiedlichen Bereichen, wie wir heute gehört haben, die zur Bewältigung dieser Krise beitragen kann. Und weil wir, wie wir alle, wie Sie ganz richtig sagen, heute erlebt haben, mit genau dieser neu gewonnenen Expertise ist es möglich, einen Teil zur Normalität zurückzukehren. Welche genaue Art von Normalität die sein wird, was wir neu dazu in unserem Leben integrieren müssen, das müssen wir noch lernen, abwarten. Aber ich glaube, nach dieser Diskussion bin ich zumindest, was die Normalität hier für unser Leben anbelangt, optimistisch. Herr Bachmann, ich glaube, wir müssen alle gemeinsam arbeiten, dass das auch für andere Teile der Welt möglich sein wird. Vielen Dank fürs Mitmachen und vielen Dank Ihnen zu Hause für das Zuhören.